One shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight drop in the chills. I'm talking, taking over pieces and shares of all the sky high, check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go. Und, von der Skala auf 1 bis 10, wie schlimm ist das, früh aufzustehen? Ich muss sagen, heute gar nicht so schlimm. Wir gucken uns ja heute John Wick 4 an. Erst die Frage, was würde John Wick machen? Ist John Wick eher ein Frühaufsteher? Ich glaube ja. Das ist übrigens die letzte Woche VW-Autofahren, ne? Die letzte Woche? Ja. Und dann? Geht er weg, wird verkauft. Dann gibt es einen anderen Hersteller und ein anderes Auto. Naja, da war okay eine Zeit lang. Aber ganz ehrlich, ich bin mit VW nicht zufrieden. Für alle, die VW lieben, ja, der Wagen an sich war nicht schlecht, der Touareg davor war auch nicht schlecht, aber die haben zu viele Probleme mit der Technik. Und dann zahle ich zu viel Geld für ein Auto, was oft Probleme hat. Ja. Was kostet der Arteon? Ich glaube, der hat gekostet... 80. Der hat voll ausgestattet, fast 80 gekostet. Das ist verrückt, oder? Also erstmal ist es ein Schwein... Volkswagen. Ist ja auch okay, wenn der 80 wert ist, dann soll er 80 kosten. Also, aber der Arteon, der sollte ja der Nachfolger von dem Phaeton sein. Und das ist er ja nicht. Das ist ja ein kleiner Vierzylinder. Und ja, da sind einfach so viele Sachen, die mich stören. Wie gesagt, dieses Infotainment-System, was dauernd Probleme hat, ausfällt, sich nicht koppelt mit dem Telefon und trotz fünfmal Service. Und dann sage ich mir, nee. Und weil es ja auch vorher bei dem Touareg so ähnlich war, denke ich mir, es ist Zeit für einen neuen... für einen neuen Wagen und für eine neue Marke. Also ihr habt ja schon in unserer Story gesehen, dass ich bei Mercedes war. Ja, das wird, sage ich noch nicht, aber freue mich sehr. Das ist ein schönes Auto geworden. Mercedes hat für mich aktuell mit den schönsten Innenraum. Und ich habe Mercedes genommen. Eigentlich habe ich das Auto danach ausgesucht, was die für ein Autosystem haben. Und für mich war das beste Autosystem, was ich bisher jemals gehört habe, eine Burmeister-Anlage. Und Burmeister hat wer? Richtig. Mercedes und die großen Porsche-Modelle. Und von daher habe ich dem Verkäufer gesagt, ich würde lieber mein Fenster kurbeln, anstelle bei der Burmeister-Anlage Abstriche zu machen oder die nicht zu konfigurieren. Das kann ich auch nicht verstehen. Ne? Da hast du manche, die fahren den dicksten AMG, wo keine Anlage drin ist. Auf jeden Fall, egal welches Auto es bei mir wird, das Häkchen für die Anlage war dran. Weil Musik ist für mich extrem wichtig. Weil ich auch extrem gute Musik höre. Was sagst du eigentlich zu diesem neuen Shirt? Mit der Bedruckung auf der Seite. Hat man was, oder? Ich fand's nicht schlecht. Sitzt gut. Sitzt gut. Sind wir hier in einem coolsten Studio in Berlin und machen jetzt ein cooles Workout. Ohne mich. Aber dafür gehen wir heute Abend mit ihm ins Kino zu John Wick 4. So, der junge Mann hat gar nicht hier trainiert. Ne? Der hat jetzt gerade nur kurz Luft angehalten, damit er so ein bisschen hechelt. Und dann musste ich kommen. Ja, mal hier. Alles hier so ein bisschen. Für die Vene. Ja, Vene. Ja. Hat der geschwitzt, ey. Und hier der Boden, ne? So hart trainiert. Influencer ist hart. Mhm. Kaffee haben wir getrunken die ganze Zeit, Kaffee. Und dann jetzt hier so, ne, mach mal Wasser und ich atme mal schnell und ich habe ganz viel gemacht. So. Hör mal, stell dich kurz vor. Also, hi, ich bin Kevin. Ich darf heute ein bisschen trainieren. Genau, Kevin war so verrückt und lieb zu sagen, wo ich gesagt habe, ja, hast du Bock mitzumachen? Was machst du denn? Das und das. Ja, ist okay. Das ist geil. wir machen heute Snatch, wir machen Toast-to-Bar, wir machen Wallballs und danach gehst du aufs Rudergerät und ich gehe noch immer aufs Curve-Laufband. Wie nennt man das? Hochintensives Training? Intervalltraining. Intervalltraining. Irgendwie sowas Hit-mäßiges. Genau. Von daher, wir sind warm, wir können loslegen.
Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true side trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb in the sky high. Check the movement is here. Yeah. 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 It's one up, one shot. Now the future is yours. Let's go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plates. I'm talking one, one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is a teacher under pressure, now we blessed. See, I was so poor for the goal. It's one heart, one shot, and the future is yours. Go! Yeah! It's one shot. Das war ein schönes, lockeres Regenerationsworkout, wie du eigentlich machen wolltest, oder? Ja, geil, Action Fresh. Richtig gut. Das ist das Schöne, glaube ich. Was heißt, glaube ich, weiß. Das ist das Schöne am CrossFit oder Functional Fitness oder wie man es immer nennen mag. Man macht irgendwas zusammen, man pusht sich. Es gibt immer einen, der besser ist. Das heißt, man muss auch immer ein bisschen besser sein. Man macht immer Übungen, die man nicht so gut kann. Und ich finde, da macht man die meisten Fortschritte, wenn man einfach mal Sachen übt, die nicht in seiner Komfortzone liegen. Von daher, Training macht's hart. Leicht kann jeder. Ja. Durch Herausforderungswechsel, nicht durch irgendwelches Fahrradfahren. Richtig. Mit dem Körbchen vorne dran. Oder doch lieber länger im Bett liegen bleiben, um sein Frühstück zu bekommen. Aber nicht, dass ich jemanden kennen würde. Justin ist heute Morgen aufgestanden. Ist hierher gekommen, macht seinen Film. Schön gemacht, Justin. Sehr gut gemacht. Danke dir. Und vielen Dank ans Elfchen, ne? Dass wir euch wieder hier in diesem geilen Studio benutzen durften. Und vor allen Dingen Olli, wir durften dich benutzen. Ich benutze dich immer sehr gerne. Okay. Ja. Aber das Training im App-Gym hier in Steglitz ist so schön, dass ich mir einfach sage, das ist es mir einfach wert, hier zu trainieren, dass ich auch mein Parkticket bezahle. So, Training geschafft. Training geschafft und wir haben es jetzt 8.30 Uhr. Quasi noch den ganzen Tag vor uns. Das ist das Geile am frühes Training. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. So sieht's aus. Also ich habe vorhin schon eine Kleinigkeit gegessen. Weil ich relativ intensiv trainiert habe, kann ich es nicht auf nüchternen Magen machen. Deswegen habe ich vorhin schon ein bisschen was gegessen. Ich esse immer so gerne aufgequillte Haferflocken über Nacht. Mit ein bisschen Eiweißpulver drin, ein paar Früchte waren drin, ein bisschen Honig obendrauf. Du kannst ja sagen, wie es dir geschmeckt hat. War schon 9 von 10 fürs Frühstück. Ja, schon sehr lecker. Und jetzt gibt es auch noch mal ein bisschen schnelle Kohlenhydrate. Also wir machen noch mal so ein kleines Porridge mit Erdbeeren und Banane. Und Whey kommt natürlich mit rein. Und dazu mache ich noch ein paar Vollkorntoast mit Avocado, Ei klar. Und Hähnchen. Genau. Und das ist dann quasi mein Nach-After-Workout-Essen. Für Justin gibt's einen Porridge mache ich ihm, auch mit Erdbeeren, Banane, bisschen Zimt, Honig. Geil. Und eine extra Portion Liebe. Er ist immer dabei. Genau, und dann geht es nachher nochmal klassisch das richtige Mittag. Aber so für nach dem Training ist es ganz, ganz lecker. Ja, kein großes Hexenwerk, ne? Also wie gesagt, am liebsten Frühstück vorbereiten. Wenn man morgens eh sehr viel trainieren geht, dann nimmt man es einfach nur raus und dann happen, pappen. Vorbereitung ist alles, meine Lieben.
Mittagessen. Ja, und wo essen wir Mittag? Wo auch sonst. Sasa. Sasa Mittagstisch. Ja. Welche Straße ist noch? Die Schlesische Straße Nummer? 30. 31. Dort, wo es die besten Kuchen direkt von der Chefin gibt. Die gerade Krach macht im Hintergrund. Aber auf jeden Fall Sasa, wenn ihr mal hier in Kreuzberg seid, Schlesische Straße, absolute Empfehlung. Ich komme hier so gerne her, weil ich die Leute so gerne mag und weil das Essen verdammt lecker ist. Wir bestellen hier meistens, eigentlich zu 90% der Fälle, Köftebowl. Weil die Chefin macht für mich die beste Köfte, die ich je gegessen habe. Köfte, Gemüse, bisschen Kichererbsen, scharfe Soße, alles was man braucht. Guten Appetit. Justin, wie wichtig ist dir der Friseur? Schon wichtig. Schon wichtig, oder? Schon wichtig. Ja, denke ich auch. Stimmt, in der Falkensteinstraße hier in Kreuzberg sind wir bei Alteen Cut. Das ist James. James. Ja, und seit, ich glaube, ein Dreivierteljahr macht James meine Haare. Und ich lasse ihn nur bei James machen, weil James das einfach drauf hat. James, heute Glatze, hat Philipp gesagt. Nein, hat keine Glatze. Seiten kurz und oben ein bisschen kürzer. Kim Jong-un. Gerade hier am nächsten Backstage-Talk mit Lisa. Ja! Kannst du mal kurz ins Bad kommen? Ich habe mir vor 6 Wochen gesagt, wo ich 95 Kilo hatte, ich müsste vielleicht 2 Kilo abnehmen. 100,6. Vielleicht liegt es an den Kartoffeln, die ich anhabe. Aber ich glaube nicht. Ich habe einfach sehr viel gegessen. Und es liegt auch daran, Justin und ich und noch der Matti und der Olli, wir waren gestern zu John Wick Teil 4 und ich habe bestimmt so einen halben Jumbo-Becher Popcorn gefressen. Und Chicken Strips. Und Chicken Strips. Und es war lecker, muss ich dazu sagen. Super lecker. Super lecker. Und vielleicht sind es deswegen 100 Kilo. Also nicht nur wegen dem Popcorn, aber... Vielleicht hast du ein bisschen aufgebaut. Ja, das kann auf jeden Fall auch sein. Aber alter Schwede, schon viel. Ja, übrigens machen wir gerade, wir sind fleißig. Wir waren vorhin wieder bei unserem Lieblingsbäcker, haben einen Kaffee getrunken. Justin schneidet gerade noch das letzte Video zu Ende und gleich geht's zum nächsten Videodreh, wo wir noch nicht viel sagen. Also wir fahren jetzt gleich zum nächsten Video und dann geht's weiter, weil das Wochenende ist noch lang. Da ist er. Da ist er. Über 3 Wochen habe ich nicht mehr gesehen. Er hat sich gefreut. Und vor ganz großer Freude haben wir erstmal direkt auf dem Teppich gebrochen. Das blenden wir gleich nochmal ein. Ja, wie ihr seht, bin ich nicht mehr in Berlin, sondern in Recklinghausen. Bin gerade hergesüßt in 3 Stunden 58 Minuten. Wir haben uns an die Verkehrsrichtlinie gehalten. Morgen ist ein großer Wettkampf in der Box von Marlen. Justin wird das Video grafisch perfekt festhalten. Wird bestimmt ein sehr cooler Tag werden. Jetzt freuen wir uns auf ein bisschen Schlaf. Es war ein anstrengender Tag, ein langer Tag. Wir sind um 4.30 Uhr aufgestanden. Wenig Schlaf die letzten 2 Tage, wenig aber viel Schlaf. Geschafft. Das stimmt, sehr viel geschafft. Heute noch mal ein geiles Video gemacht. In der, haben wir es schon gesagt im Vlog? Haben wir noch nicht. Nee. Können wir jetzt mal ankündigen. Genau, wir haben ein richtig geiles Video gemacht in der plastischen Chirurgie bei Frau Dr. Buschmann. Im ganz neuen Format. Im ganz neuen Format, nämlich Philipp will's wissen. Das war das erste Video. Ist cool geworden, werden wir auch demnächst dann rausbringen. Und jetzt gehe ich mit Buddy ins Bettchen.
gleich. Das war der Vlog. Vielen lieben Dank beim Zugucken. Wenn ihr Anregungen habt, so wie immer, schreibt sie in die Kommentare. Helft uns, den Kanal zu supporten. Und wir haben ja 1000 andere Videos da. Wenn ihr die gerne nochmal gucken wollt, guckt ihr euch an. Und ansonsten sagt Buddy jetzt gute Nacht. Buddy? Denkt dran, die Glocke. Die Glocke und Daumen hoch und Kommentare. Ja. Gute Nacht.